Wir haben dir drei Tore geschenkt! Macht ihr sie nicht wahr, oder was? Letztes Mal bei den Brotatoes. Geht's dir eigentlich gut? Nein. Ne? Mal gucken, wer heute die Bälle hält, weil ich werd's nicht sein. Wieso? Ich kann nicht spielen. Ah, ey, geil! Jetzt ist dein Tag. Und jetzt sind wir, glaube ich, wieder zwei oder erste, aber keine Ahnung. Ja, das ist das. Die letzten Trainings liefen ja nicht so gut, deswegen dachten wir uns, holen wir uns Verstärkung und haben den Hans Sapay eingeladen. Beziehungsweise Hans Sapay wollte mal vorbeikommen und uns ein bisschen trainieren. Ja, ich denke mal, er hat mitbekommen von unserer Problematik, also... Wahrscheinlich hat er das gesehen, wie es bei uns zugeht und dachte, ich muss da was dran ändern. Ich bin leider krank, ey. Deswegen sitze ich auch heute aus. Motivation und Disziplin ist so das eine und... Ich muss noch Antibiotikum bis nächsten Montag nehmen. Da kann er uns jetzt vielleicht bei helfen. Aber vielleicht schaffe ich Sonntag eine Halbzeit auf Antibiotikum. Ich wollte gerade sagen, vor allem, weil Sonntag ja wieder Topspiel ist gegen den neuen Spitzenreiter. Wir spielen gefühlt nur gegen Spitzenreiter. Hans Sapay. Ja, mach du. Ist eine Fußballlegende. Das ist ein deutsches Fußball-Meme. Ja, ehemaliger Fußballprofi, viel erreicht und hoffentlich macht das jetzt auch gut als Trainer. Legende einfach. Auf Facebook so viral gegangen, immer diese Hans Sapay-Jokes. Das ist der deutsche Chuck Norris, kann man sagen. Yo, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also Stuttgart war erste feine Bundesliga, dann auf jeden Fall noch bei Leverkusen und Schalke gespielt. Dann Ghana Nationalmannschaft. Krass. Auseinandergenommen hat der Typ. Auch 70% Ballbesitz, aber beim Tennis. Sowas zum Beispiel. Lass mal da hingehen. Ja, komm, lass mal rein. Machst du heute Co-Trainer mit Hansi? Ja. Mit dem Hansinator? Hans und Holz. Nee, es war mehr so ein Gag, so ein Spruch, dass halt Hans Sapay einfach so krass ist in dem, was er halt tut. Und deswegen hat man ihn halt immer so zitiert. Gott, wo sind denn alle? Das wird hier langsam ein bisschen peinlich. Unsinn am Gaysosumhe. Mann, Etem, also von dir hätte ich jetzt wirklich mehr erwartet. Mir fällt der Name, mein Gott. Ey, mal sehen, wer der erste von den Jungs ist, der weiß. Oh, warte, wer es ist. So ein Gesicht, aber bekannt war, mit der Name. Als ob du nicht weißt, wer es ist. Jim, die hat auch. Ich bin nicht drauf gewartet, wenn ich ehrlich bin. Wer ist es? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Komm, Junge. Nein, aber ich weiß, sein Gesicht kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt. Einen ganz deutschen Namen. Okay. Jahrelanger Star der Super League. Oh Mann, Alter. Warte. Wo habe ich ihn gesehen? Du wirst ihn noch ein paar Mal sehen heute. Weißt du, wer heute da ist? Ich habe ihn gerade gesehen. Hast du ihn gesehen? Sag's einmal bitte hier vor Melis Gesicht bitte einmal sagen. Lukas, wo ist sag, weißt du wirklich, wer es ist? Hans Sapay. Guter Mann. Ein Kenner, ein Macher. Weißt du, was der gesagt hat? Du hast das größte Meme nicht erkannt, Digga. Oh mein Gott. Der macht sich in die Hose, Digga. Weißt du, was er meinte? Ich hab genau es nicht erkannt. Bist du, warum blickst du? Ey, genau das Gleiche gesagt. Meli, wirklich. Schalke und Ghana, Länder, Hans Sapay. Dein Fußballwissen ist wie dein Torwartskill. So, das ist immer Hans Sapay halt der krasseste. So, Hans Sapay ist... Maschine. Deswegen ist er zu so einer Legende geworden. Er wird uns auseinandernehmen heute. Hey, ich möchte euch beide jetzt aber auch nicht schlecht reden, ne? Ja. Ich war da gerade da vorne und wollte so ein Intro drehen. Ich bin so vorbeigelaufen und er hat so gesagt, ja, und jetzt gleich treffe ich auch Lukas und... Ist der andere nochmal? Wenigstens weiß er, wie ich heiße. Dann habe ich wieder gesagt, es ist Lars. Guck mal, Meli, da ist wirklich Licht an und niemand zu Hause bei dem, Alter. Etem weiß immer noch nicht, wer es ist. Etem so, ja, Hans Sapay, ja. Überlegst du. Und jetzt kommt er zur schlimmsten Mannschaft ever. Absolut. Was geht? Was gut geht. Hast du schon gesehen, Mario, wer heute kommt? Ja. Dein Trainerstuhl wackelt, ne? Da wird schon am Bein gesägt. Du bist ja eh bald unser Torwart. Hä? Abo! Hey, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Ich muss vorbeikommen und euch in den Arsch treten. In den Arsch treten. Was ist denn los, ey? Trainingsbeteiligung, wo sind die anderen? Pünktlich, wie immer!
Welcher Platz seid ihr gerade? Gerade Dritter. Dritter. Ein Spiel weniger. Und ihr wollt aufsteigen? Auf jeden Fall. Echt? Ja. Und wir spielen am Sonntag gegen? Gegen den Ersten, gegen SV Bersten. Noch schöner. Dann schmeckt der Sieg noch besser. Einfach geil. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ich habe mir auch schon was überlegt, was wir machen. Auf jeden Fall werden wir so profimäßig wie möglich trainieren, dass ihr auch seht, wie die professionell wirklich trainiert haben. Trainingseinheit werde ich euch da was mitgeben. Das Wichtigste vom ganzen Training ist, wir wollen Spaß haben. Freude haben, das ist das Allerwichtigste, dass wir Freude haben, aber wir wollen trotzdem gewinnen. Fokussieren wir uns, aber wir haben trotzdem Bock drauf, okay? Komm, zieht euch um und dann geht mal raus. Was ist mit dir? Bisschen krank. Junge! Verhalt euch mal jetzt hier. Komm, Mini. Oben rechts. Raus! Ihr wisst doch gar nicht, ich verlasse die Mannschaft. Guck mal, wie die angeschlichen kommen. Komm. 9. 10. Das bedeutet, wir könnten Sonntag nicht spielen. Jetzt 11. Jetzt sind wir genau 11. Komm mal hinne. Endo, schnell, komm. Die anderen kommen ein bisschen näher dran. Und dann wird es immer rechts und links, Innenseite. Spielst mich an, hier rechts. Machst du rechts, links. Am Anfang haben wir uns so ein bisschen warm gemacht. Ballgewöhnung, Ball schmeißen, rechts, links, Innenseite mit dem Spann. Das ist ja das, was viele immer falsch sehen. Ne? Man muss die Basics, die musst du sehr gut können. Aber der ein oder andere hat das nicht ganz so gut halt angenommen. Jungs, kommt mal rüber. Wir wissen ja, wir haben einige Spezialisten bei uns. Ne? Die lassen sich vor nichts und niemandem was sagen. Auch nicht vor einem ehemaligen Fußballprofi, der Bundesliga gezockt hat. Jungs, kommt her. Wir wollen das Spiel gewinnen oder ich will das Spiel gewinnen. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gewinnen wollt. Das ist mir auch am Ende egal. Aber ich will das Spiel gewinnen. Und wer keinen Bock hat, der muss das sagen. Die wissen das besser als der. Die haben ein Tor und eine Vorlage in der Kreisliga mal geschafft, ne, und denken aber trotzdem, sie sind besser als Hansa Rappai. Hier stehen und so machen und dann brauche ich nicht hier sein. Dann musst du mir sagen, ey, ihr habt keinen Bock, dann müsst ihr gehen. Ja, ich habe nur mitbekommen vom Rand, weil ich habe ja nicht mittrainiert, dass da der ein oder andere die Übung nicht richtig ausgeführt hat. Ich kann mit euch alles machen, Spaß. Jeden Scheiß hier, jeden Scheiß. Aber wenn du einfach hier nur stehst und keinen Bock hast, musst du es sagen. Sorry, ich hab Bock. So, das ist es. Ich weiß, dass du Bock hast, aber zeig es. Okay. Mach nicht so passiv, so wie ich hab keinen Bock. Dann haben wir keine Chance hier. Dann macht es für keinen Spaß. Fand ich aber geil, dass er direkt was gesagt hat. So, weißt du? 100%. Weil ich gucke euch an. Okay? Dann komm, machen wir das. Komm, Jungs. Ja, so ist das richtig. Naja, müssen wir angeschnauzt werden, diese, wie du sagst, Klassenclowns. Ja, ja. Früher war ich auch einer. Ja, ich weiß. Und komm. Das ist das erste Mal richtiges Training nach 3 Jahren. Der eine muss den einen wegdrücken. Wenn du das schaffst, ihn wegzudrücken, dann muss er 5 Liegestütze machen. Und komm! Ah! Hoffentlich gibt es keine Verletzten, sonst wird Sonntag ganz eng. Aber die brauchen das alle mal. Ja. Die brauchen noch mehr. Der kann ruhig noch ein Stück drauf. Ja. Mitgegangen. Die bringen sich um gegenseitig. Wir machen in der Regel halt kein richtiges Training. Bei uns ist es halt ein bisschen Aufwärmen, ein bisschen Passübungen, wenn überhaupt, und dann halt Spielchen. Und Hans hat sich da halt wirklich im Vorfeld überlegt, was wir da machen. Wir haben viel Zweikampf trainiert, da war halt System und Struktur da. Jedes Mal für den Ball in die Hand machen, machen wir 10 Liegestütze. Alle. Und dann der nächste. Bei Taki sehen die gut aus, ey. Ich wäre natürlich lieber gesund und würde gerne beim Training mitmachen.
ich hoffe, dass die einfach diesen Schwung, den Hans jetzt nochmal reinbringt, einfach mitnehmen. Oh. Immerhin kann ich mir von außen angucken, wie die Jungs leiden. Oh, dass man halt sieht, guck mal, wie geil Training sein kann. Das macht auch ein bisschen Spaß, aber nicht ganz so viel Spaß, wie mitzutrainieren. Oh, ich weiß auch nicht, was er vorhat. Zwei Döner geht's vor Training. Oh, ich habe keine Ahnung, bestimmt irgendwelche Bundesliga-Taktiken. Wer weiß. Komm, komm, mach Tempo, mach Tempo. Gut, gut gemacht. Da kann man aber auch nichts machen. Intensiv, intensiv. Gut, mach das Tor. Gut. Nicht fragen, laufen. Ah, jeder. Ah, geil, das ist geil. Ich glaube, Hans wollte einmal mal den Torwart wechseln, damit Mario nicht so kalt ist. Und damit er mal sieht, wie Bälle gehalten werden. Komm, den machst du jetzt rein. Jetzt hält er ja einfach alle, ne? Ja. Ja, aber Bruder, jetzt schießen die so einen Meter neben den Torwart. Ja, Bruder, die werden auch alle. Davor waren alle. Die werden alle bei dir reingegangen, Baby. Die werden alle bei dir reingegangen. Der Typ ist dreimal so groß wie du. Der muss doch einmal den Arm ausstrecken, hat er den Ball. Bruder, trotzdem, der Mal. Also schießen die nur einmal einen Meter vom Torwart entfernt. Bruder, das ist doch Aura. Wenn ich dich in dunkle Gasse sehe, dann will ich kuscheln. Sehe ich den in dunkle Gasse, hab ich Angst. Hör auf zu labern, Digga. Den kannst du so leicht auf die Palme bringen. Ein Satz und der dreht durch. Guck dir das an, was ist das für eine Scheiße? Ich werde hier verarscht, das ist auf meiner Sicht. Am Ende zählt das Ergebnis. Er hält von 10 Bällen 9 und du halt. Du schießt auf Mann! Ich fass aus, geh mal raus. Bruder, du schießt auf Mann, ich fass es nicht. Der macht nur den hier. Mehr macht der. Der macht hier YMCA-Tanz. Kannst du auch so machen. Also meine ganze Karriere, ich habe ein bisschen höher gespielt, da war ich dann auch Torwart. Und Hans macht sogar mit. Ich bin gespannt, was der am Ball kann. Oh, das ist deiner, Luis. Ich glaube, er nimmt uns alle auseinander, wenn er möchte. Aber er wird jetzt bestimmt nicht komplett aufdrehen. Genau so! Ja! Ja! Jungs, gute Trainingseinheit. Der Anfang war schwer. Ihr habt doch gezeigt, dass ihr es könnt. Sonntag müssen wir es nur noch mal auf dem Platz zeigen. Das ist ein bisschen größer. Ich danke euch. Geil aus. War schon eins so der professionellsten Trainings, ja, wenn nicht das professionell. Ich würde sagen, wir können uns hier auf jeden Fall was von abgucken. Ne? Mhm. Ich fand's sehr nice, also war cool. Meinst du, dass wir den wirklich mal im Tor brauchen? Das ist mir aufgefallen. Ne? Wie Lukas das auch schon sagte, wir wollen ja auch sportlich was erreichen, nicht immer nur Friede, Freude, Alkohol und Spaß hier haben, klar. Und Sonntag Gas geben. Und dich an der Seitenlinie. Und mich an der Seitenlinie. Spaß auch immer, aber... Wir wollen wirklich jetzt einmal was erreichen. Schmeißen einfach die halbe Mannschaft raus. Das schaffst du nicht, wenn du alles lustig locker siehst. Insofern deswegen rundum eine super gelungene Sache. Aber egal, ich reg mich schon wieder zu sehr auf. Kann gerne hier bleiben. Wir haben ja auch gesagt, wir brauchen den Arschtritt. Und hast ja auch gemerkt, der eine oder andere braucht den halt wirklich. Mhm. Für viele war das jetzt auch mal das erste vernünftige Training. Mhm. So, und das haben wir gebraucht, jetzt auch vor dem wichtigen Spiel. Ihr habt natürlich auch Charaktere in der Mannschaft, die denken, die sind besser als die anderen. Da werden immer Reibungen entstehen. Wir haben weil kleines die, Ego. Genau. Da werden immer so ein bisschen Reibungen entstehen. Die wollen immer zeigen, ich bin der Coole, ich bin der Bessere. Das, was wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen hat, war eigentlich, dass er direkt so gecheckt hat, was bei uns eigentlich abgeht. Ja, der hat alles direkt analysiert. Weil der wusste das, direkt Bescheid. Ja, das, was wir schon wussten, was ja eigentlich bei uns falsch läuft, das wusste der nach 5 Minuten. Ja, was wir so nach 2 Jahren jetzt gecheckt haben, hat der nach 5 Minuten gecheckt. Das war so crazy. Übungen waren alle schön und gut, aber dass er direkt diese Mannschaft so auseinandergenommen hat, wo die Probleme sind. Ja. Das war krass. Weil wir sind ja ein Team und da gehört eine kleine Struktur da rein. Ne? Da muss man sich unterordnen. Ich glaube auch allgemein ist das einfach ein langer Prozess. So. Nur weil der jetzt einmal da war oder zweimal, kann man dann noch nicht sagen, so ja, jetzt machen wir alles schon perfekt. Gucken wir mal Sonntag. Die machen das. Wenn wir Sonntag gewinnen, dann machen die das. Danke dir. Danke. Auf jeden Fall bis Sonntag, okay? Ding her würde ich mir persönlich eigentlich sogar wünschen, dass er mal öfter kommt, dass er mehr Trainings macht, vielleicht auch mal beim Spiel da ist, um uns einfach so in die richtige Spur zu bringen. Wenn wir das gewinnen, dann sind wir wirklich das erste Mal auf dem ersten Platz, ohne viel reden. Wir haben jetzt immerhin ihn schon überreden können, dass er beim nächsten Heimspiel dabei ist. Okay. Zur Ausstellung.
Top-Spiel. Wir wissen, dass mit Vers ein sehr guter Gegner auf uns zukommen wird. Ja, Tabellenführer dürfen wir nicht unterschätzen, ne? Und wir haben wieder einen Schrumpfkader. Wir wollen oben an der 1 bleiben, wo wir auch hingehören. Und dann muss heute 3 Punkte irgendwie in unserem Beutel kommen. Und das war's dann. Und da wir wissen, dass du höchstwahrscheinlich keine 90 Minuten spielen wirst, ja, wird es sehr, sehr eng. Wird sehr, sehr eng. Die Jungs müssen das jetzt erstmal in die Köpfe kriegen und das alles umsetzen, ne? Und das sehen wir dann beim Spiel. Wenn nichts mehr geht, muss der Hans eingewechselt werden. Weiß, Jungs! Wir spielen in Weiß! Hier, das riecht sogar ganz gut. Gundi, du bester Mann! Oder hast du eine andere Philosophie? Der läuft nicht viel, oder? Mein Ziel ist es immer, auf außen zu pressen. Das heißt, dass wir hier schon ein bisschen erhöhter anlaufen. Oder halt beide auf einmal. Die beiden oder die beiden? Die beiden, die Sechser. Für das Spiel haben wir jetzt die Trainingseinheit gehabt. Für euch. Der Erste kommt hier hin. Wir wollen gewinnen. Wir wollen zeigen, dass wir wirklich Ambitionen haben nach oben. Und damit, das geht nur, indem wir die schlagen. Oder auch wenigstens ein gutes Spiel abliefern. Aber seid wirklich fokussiert. Als Mannschaft zu agieren, das garantiere ich euch. Wenn ihr das abruft, was ihr könnt, dann gewinnen wir. Deswegen lieben wir alle Fußball. Wo wir sagen, ey, wir sind manchmal nicht die bessere Mannschaft, aber wir gewinnen. Warum? Weil wir hier im Kopf und den Willen mehr haben als der Gegner. Nehmt einfach das mit, was wir auch trainiert haben. Jetzt seid ihr dran. Okay? Viel Glück. Auf geht's. Ich finde, wir sind sehr fokussiert, finde ich sehr gut. Eigentlich sollte es jedes Spiel so sein. Aber denkt einfach dran, was der Hans gesagt hat. Wir machen das als Team. Wir sind ein Team! Komm schon! Auf geht's, Weiß! Da hast du Hans Wapay an der Linie. Der macht eine super Ansage in der Kabine. Der sagt, seid fokussiert. Hinten keine Faxen. Wir spielen gegen den Ersten. Lass ihm zeigen, dass wir aufsteigen wollen. Erste Minute kassieren wir ein Tor. Du hast eigentlich das Lösungsbuch vor dir liegen, aber du kannst nicht lesen. Du kannst es einfach nicht umsetzen. So. Also wie wir da wieder ins Spiel gestartet sind, geisteskrank. Kopf hoch! Weiter geht's, ey! Komm, Kopf hoch! Und Jungs, einfach auf Null! Komm, von vorne! Nach 10 Minuten kommt der Loco auf die wunderschöne Idee, dem Gegner das Schienbein kaputt zu treten. Ah ja. Im 16er, da gibt's halt Elber. Ja. 2-0 gegen uns. War für mich kein Elfmeter, ne? Guter Ball, Boris! Guter Ball! Guter Kick! Okay. Go, 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 go! Dann kommen wir wieder ran, weil wir selber einen Elfer kriegen. Stimmt, ja. 2-1. Yeah! Wir haben aber auch sehr Glück gehabt, dass der Gegner da erstmal überhaupt Hand nimmt, dass wir dann einen Elfmeter kriegen. Ja, und das hat nichts mit Glück zu tun. Haben dann überhaupt nichts umgesetzt. Ne? Danach kriegst du halt wieder ein Tor. Dann steht's 3-1. In der Halbzeitpause wurden wir richtig schön lang gemacht von Hans Saab. Fand ich aber auch geil. Ich das war ehrlich, das Beste. Fand ich geil. Alle die Fresse halten hier! Alle, die da draußen sind, ihr auf der Bank, ihr macht so, als seht ihr Weltmeister. Die, die spielen, machen das, die machen das, die machen das. Haltet alle die Fresse! Das war wir brauchen das. Die Leute müssen aufwachen. Ihr tut so, als seht ihr besser. Lasst die da drinnen spielen. Wir sind die bessere Mannschaft. Wir haben dir 3 Tore geschenkt. Habt ihr sie nicht wahr, oder was? Hat ja dann gut geklappt, ne? Ja. Ihr seid die bessere Mannschaft hier! Nach dem Spiel können wir sagen, boah, hast du das Scheiße gemacht, hast du das Scheiße gemacht. Aber während des Spiels, jetzt die nächsten 45 Minuten, will ich, dass ihr füreinander seid. Wenn einer einen Fehler macht, macht er einen Fehler. Und es sind noch 45 Minuten. Genug Chancen. Die sind genauso tot wie wir. Okay? Komm, Jungs. Komm, Jungs. Bring den Ball, bring den Ball! Ja!
tasten wir uns ran, ziehen uns ran. 3-2 stand. Dann gab's hier mir wieder ein Tor, Alter. Hey, Alter, Loco, zurück! Zurück, Loco! Loco, zurück! Komm nochmal bei Spunder, komm, Männer! Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Jetzt kommt auch noch Pech dazu. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Deswegen kämpfen und weiter. Ihr müsst einfach sagen, wenn ihr nicht gewinnen wollt. Scheiße. Viertes Tor blöd kassiert. Eigentlich alle Tore blöd kassiert. Viertelstunde? Viertelstunde? Also zwei Tore sind noch drin. Aber wenigstens haben wir jetzt einen Elfer, oder? Nein, hast du? Nein, bitte. Ey, Freistoß. Ich heule. Hat er gesagt, klappt rot? Was gibt's denn? Was gibt's denn? Ja, keine Ahnung, aber ohne Sinn. Jetzt hat er nicht eben einmal gezeigt. Ja, gar nichts. Ich hab nicht gewinnt. Ich sage, ihr wart die bessere Mannschaft. Ja. Tore passieren, aber das Ding hätten wir gedreht. Wir hätten 100% 6-3, 6-4 gewinnen können. Torchancen waren da, Jungs. Hey, keine Köpfe hängen lassen. Aus dieser Niederlage müsst ihr wachsen. Ihr müsst einfach weiter Gas geben, Jungs. Ich glaube an euch, ich hoffe, ihr auch. Danke für die Zeit. Da ist Hans Arpey da und wir machen das schlechteste Spiel, was wir je gemacht haben. Vielleicht war es halt auch der Druck. Ja. Es wird weitergehen, wie weiß ich nicht, aber... Teambuilding muss als nächstes kommen. Ja, es gibt immer diese Hoch und Tiefs, das ist normal. Wir hatten jetzt eine gute Anfangsphase. Diese Strähne, die hielt eh schon viel zu lange. Aber da stoßen so viele unterschiedliche Charaktere aufeinander. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, die alle zu vereinen. 4 Spiele, glaube ich, hintereinander gewonnen. War klar, dass wir irgendwann eins verlieren. Jetzt müssen wir weiter wieder an unserer verdammten Einstellung arbeiten. Nächstes Mal bei den Brotatoes. Ich check das nicht, keine Ahnung, neue. Und wir schaffen es nicht, diese 16 Spieler zum Training zum Spiel zu bekommen. Schaffen wir nicht. Ist doch nicht normal, dass jeder hier dribbeln will. Komm, geht mal rein. Ich hab jetzt auch. Was? Aber sag ihm das alle einfach hören. Ihr könnt jetzt schon die nächste Folge kostenlos auf Join gucken. Klickt dafür einfach hier oben aufs i oder auf den Link in der Beschreibung. You can call me stupid.